Ja, mein Name ist Dieter Melcher. Ich gehöre zu den ehrenamtlichen Mitarbeitern in den Salzwelten und ich mache das schon jetzt mehr als 5 Jahre. Und dieses Gradierwerk hier ist natürlich ein bisschen Herzensangelegenheit, weil das alte Gradierwerk war eines der letzten Zeitzeugnisse aus der frühen Industrialisierung hier am Tellweg. Und dieses hat hier heute natürlich eine andere Bedeutung, aber auch diese Bedeutung ist hochspannend. Und wir haben in diesem Jahr praktisch einen kontinuierlichen Betrieb hier und man sieht wunderschön, wie die Sohle drüber wegläuft. Die Sohle kommt heute hier aus einem Brunnen, und zwar, das ist der Brunnen schlechthin, die Bohrung 14. Die liefert uns eine 7-8%ige Sohle. Die wird hierher gepumpt, wird aufbereitet, indem dieses Gradierwerk nicht mehr eine braune Färbung auf den entsprechenden Dornen bekommt, sondern sie wird enteisend im Thermalbad, weil es immer so ein bisschen einen ästhetischen Anblick geboten hat, der nicht ganz so prickelnd war. Und diese Sohle wird hochgepumpt mit entsprechenden Pumpen auf dieses Gradierwerk. Hier oben haben wir die Sohletröge. In den Sohletrögen sind die entsprechenden Holzhähne. Über 120 Holzhähne läuft also die Sohle auf die Tröpfelrinnen und die Tröpfelrinnen verteilen hier ganz gleichmäßig die Sohle über das Gradierwerk. Das ist insofern erforderlich, weil wir heute eine Umnutzung haben. Die Umnutzung heißt also, wir wollen nicht mehr das Wasser primär verdunsten, sondern primär wollen wir hier heute ein Aerosol erzeugen, einen Sohlennebel. Und dieser Sohlennebel dient eigentlich der Gesundheitsvorsorge oder aber auch der entsprechenden Heilung oder Linderung von den Krankheiten der Atemwege. Und diese Sohle läuft heute mit einem relativ konstanten Strom hier drüber. Und wenn wir hier ein bisschen in diese Richtung schauen, sehen wir schön, wie die Sohle hier praktisch zerstäubt. Sie zerstäubt auf diesem Schwarzdorn. Sie läuft also auf die einzelnen Äste und die Tropfen werden immer kleiner. Und gleichzeitig wird natürlich die Sohle hier auch noch einmal entsprechend, ja, ich sag mal, gereinigt, weil Kalk und Gips bleiben auf diesen Dornen hier praktisch stehen. Das heißt kein Salz, sondern nur die Fremdmineralstoffe, die heute in der Sohle enthalten sind. Hier unten sehen wir teilweise so einen Schaum. Das ist meistens also ein Schaum, der entsteht bei der Umwandlung von dem Hydrocarbonat in ein Carbonat, also in die entsprechenden Kalkschichten auf den Dornen, die hier eingebracht worden sind. Ja, wie wirksam ist eigentlich eine Gradierung? Man kann sich vorstellen, man hätte eine Sohle, ein Salzwasser von 1%. Das heißt also, auf 100 Liter Wasser hätte man 1 Kilo Salz und 99 Liter Wasser. Wenn man das also verdunsten müsste, um 1 Kilo Salz zu gewinnen, wäre ein hoher Energieeinsatz nötig, um dieses 1 Kilo zu gewinnen. Über dem Gradierwerk könnte man jetzt diese Sohle auf 10% aufgradieren. Das heißt also, in der 100 Liter 10%igen Sohle wären 90 Liter Wasser und 10 Kilo Salz. Umgelegt auf 1 Kilo Salz müssten dann nur noch 9 Liter Wasser verdunstet werden. Also schon eine gewaltige Einsparung an Energie. Um dieses noch einmal vielleicht zu zeigen, könnten wir hier auch eine Messung durchführen mit einem Salzmesser. Die Salinität der Sohle können wir mit einem sehr einfachen Messgerät messen. Hier haben wir eine Salzspindel. Sie besteht aus einem Hohlkörper mit einem Gewicht und einer Skala. Das heißt, wir nutzen hier das archimedische Prinzip.
dieser Körper kann so weit in die Sohle eintauchen, bis die Gewichtskraft dieses Messinstrumentes gleich der Gewichtskraft des verdreckten Wassers ist. Dann schwebt dieses Messgerät und wir können an der Skala direkt den Salzgehalt dieser Sohle abmessen. Hier wird die Sohle eingespeist mit etwa 7% Salzgehalt, sprich 70 Gramm. Und wir haben durch die Gradierung hier bereits einen Salzgehalt von 150 Gramm pro Liter, sprich 15% erreicht. Ja, wie fein die Sohle hier zersprüht, kann man wunderbar sehen auf der Wand. Dort gibt es nämlich einen Regenbogen. Das heißt also, diese Sohle wird so fein zerstreut, dass selbst in dem entsprechenden Sonnenlicht die Brechung geschieht. Hier haben wir eine Sohlevernebelung oder eine Zerstäubung, die liegt etwa zwischen 5 μ. Das ist also ein Durchmesser von solch einem Sohletröpfchen, der liegt bei 5000stel bis zu etwa einem 10000stel. Das heißt also, diese Sohle, die hier jetzt verrieselt, ist lungengängig und erreicht den Bronchialtrakt zu entsprechender Heilung oder Linderung von den entsprechenden Krankheiten der Atemorgane.